Wegen dir ist sie erst in diesen Zustand gekommen. Wegen dir ist sie nun im Furienmodus gefangen. Ah, jetzt verstehe ich. Er fing meinen Schlag ab, ohne aufzuhören zu reden. Ich stammte also aus der Familie, die sich damals mit Madea einließ. Das erklärt allerdings so einiges. Ich schlug erneut zu. Auch dieser Schlag erreichte weder sein Ziel, noch stoppte er Kenjis Worte. Und? Willst du sie retten, Tomoya Okazaki? Ich stoppte meinen Angriff und taumelte einige Schritte zurück. Natürlich wollte ich sie retten, das war fast alles, an was ich denken konnte. Kenji ist tot und Karins Rettung. Nur darum war ich hier. Darum bist du doch hier, habe ich nicht recht? Soll ich dir verraten, was du zu tun hast? Was? Na, 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 nicht so schnell. Ich kann dir natürlich helfen, oder... Sagen wir es so, du kannst sie tatsächlich retten. Allerdings habe ich da eine Bedingung an dich. Ich werde dich so oder so töten, Kenji. Es ist mir egal, was die Götter dir angetan haben, damit du sie ermorden musst. Es reicht langsam. Dein Töten muss aufhören. Du kannst nicht noch mehr Leute und Familien ins Unglück stürzen. Kenji ignorierte mich einfach. Bedingung 1. Du lieferst mir einen guten Kampf. Bedingung 2. Nicht hier und jetzt. Erst nachdem du Karin gerettet hast. Bedingung 3. Karin kämpft nie wieder gegen mich. Das ist auch in deinem Sinne. Schließlich wollen wir ja keinen endlosen Zirkel, nicht? Einverstanden. Und jetzt sag mir, was ich machen soll. Keine Angst, ich laufe nicht weg. Diese drei Bedingungen sind eigentlich für dich. Doch, das merkst du doch, wenn es soweit ist. Er griff in seine Tasche und holte etwas hervor, woraufhin sich mein Körper sofort entspannte. Doch er schmiss mir lediglich ein Juwel vor die Füße. Anspannte höchstwahrscheinlich wäre sinnvoll gewesen. Ein weißer Diamanten, so groß wie ein Bonbon. Das hier wirst du brauchen. Doch bevor ich dir sage, wie du es verwenden musst, sollte ich dich erst einmal über die Risiken aufklären. Ich griff nach dem Edelstein. Nichts deutete darauf, dass es mehr als ein Juwel war. Hör mir genau zu, Tomoya. Der Furienmodus ist keine Technik zur Verstärkung der Kampfkraft, wie die meisten im Vatikan glauben. In Wirklichkeit ist er göttliche Kraft selbst. Daher können nur Menschen, die göttliches Blut in sich tragen, diesen Modus aktivieren. Karin stammt von Madea ab. Ihr Blut ist jedoch dünn. Darum ist sie kein Höllenabkömmling, sondern noch ein normaler Mensch. Wenn sie den Furienmodus aktiviert, dann aktiviert sie das göttliche Blut in sich. Es wird mehr und verdrängt das Menschliche, macht sie immer mehr zu einer Göttin, was ihre Fähigkeiten angeht. Jedoch hat die Sache einen Haken. Das Gehirn des Menschen kommt nicht mit den Erinnerungen der Götter klar. Götter leben länger als wir und vererben ihre Erfahrungen auf ihre Kinder. Wenn die Konzentration im Blut über einen bestimmten Punkt ansteigt, wird das menschliche Gehirn von diesen Erinnerungen überrollt und schaltet sich irgendwann ab. Es ist einfach so, dass es nicht für so etwas ausgelegt ist. Blut war vielleicht das falsche Wort, aber es beschreibt das Ganze am besten. Es reicht natürlich nicht, einfach ihre Adern aufzuschneiden und ihr menschliches Blut einzuflößen. Leider. Okay, okay, ich hab verstanden. Komm zum Punkt, Kenji. Ich hab nicht ewig Zeit. Kenji schüttelte kurz den Kopf, bevor er weitersprach. Kommen wir zur Preisfrage. Wie besiegt man Götter? Niemand kann das. Außer dir. Kenji hatte die Gabe, Götter zu töten. War er also der Einzige, der Karin retten konnte? Nicht ganz, aber nah dran. Was? Du hast recht, wenn du sagst, dass ich Götter töten kann. Atsumomo zeugt davon, genauso wie viele andere Götter vor ihr. Sie alle waren unsterblich und starben doch durch meine Hand. Wenn wir uns unter anderen Umständen heute begegnet wären, dann hätte ich dir diese Sache vielleicht erklären können. Doch so wie die Dinge jetzt stehen, bringt es nichts, mich zu rechtfertigen. Kenji fing an zu grinsen. Die Götter sind Idioten, merkte das Tomoya. Meine Familie gilt als normal. Sie haben die Fähigkeiten, die ich habe, also nicht. Dennoch hat man sie zur Strafe mit einem Fluch belegt. Ich kenne den Fluch, er ist gebrochen, seit Hatsumomo tot ist. Nein, das ist er nicht. Im Gegenteil, er ist noch immer in euch. Er verschleiert die Wahrheit und damit auch die Möglichkeit, auf meine Gabe zurückzugreifen. Tomoya, du stammst aus erster Linie von mir ab. Du hast den Höllenabkömmling getötet. Du hast auch den Furienmodus beendet. Du kannst auch den Furienmodus beenden. Aber wie? Wie sollte ich das tun? Ich wusste nicht, wie ich den Höllenabkömmling getötet hatte. Ich wusste es einfach nicht. Früher gab es eine Waffe, welche kurzzeitig diese Fähigkeiten entfesseln konnte, doch sie ging verloren. Bei deinem Angriff hast du sie benutzt, das habe ich gespürt. Du warst dort? Ich war nicht da, der Höllenabkömmling hat mir nie etwas getan. Ich hatte also dazu gar keinen Grund. Du
muss mir zuhören, Tomoya. Ich habe es gespürt. Es war nicht die echte Waffe. Du hast sie nur irgendwie projiziert. Leider wirst du das nicht wiederholen können. Der Fluch ist so aufgebaut, dass er stärker wird, wenn man versucht, auf das zurückzugreifen, was er verbirgt. Und wie passt jetzt dieser Juwel in die ganze Geschichte? Der Diamant ist ein reines Juwel und damit gut geeignet, um dich zu säubern. Säubern? Kurz, schluck ihn und er wird den Fluch von dir nehmen. Ich blickte den Juwel an und runzelte die Stirn. Das Ding soll den Fluch von mir nehmen? Ein bonbongroßer Diamant schlucken, das kann wehtun. Naja, ein Versuch war es wert. Das hatte ich schon groß zu verlieren. Ich führte das Juwel an meinen Mund. Stopp, bist du wahnsinnig? Ich stoppte. Hatte ich etwas falsch verstanden? Du hast gar nichts kapiert, oder? Benutz mal deinen Kopf, Tomoya. Stopp, bist du wahnsinnig. Die gleichen Worte, die diejenige Person gesagt hatte, als er sich vom Dach stürzte. War es also wahrscheinlich doch, Kenji. Wenn ich das Ding schluckte, ist der Fluch von mir genommen und ich kann dann auch deine Fähigkeiten zurückgreifen. Ich hab schon verstanden. Mit den Fähigkeiten kann ich dann Karin retten. Irgendwie. Kenji seufzte. Du verstehst es nicht. Nimm den Juwel und denk darüber genau nach, was er macht und was die Konsequenz davon sein wird. Und wenn du dann noch ganz sicher bist, dann schluck ihn irgendwo, wo dich niemand stört. Er drehte sich um und wollte wohl gehen, zögerte aber kurz und drehte sich noch einmal kurz zu mir um. Nach dem Brechen des Fluches musst du dafür sorgen, dass sein Blut und ihres sich vermischt. Dann kannst du Karin retten. Die Frage ist nur, ob du andere über dich stellst oder nicht. Damit verschwand er. Einfach so. Er ging nicht, er war einfach weg. Er löste sich nicht in Luft auf. Er war einfach von einer Sekunde auf die andere verschwunden. Was für ein Idiot. Ich hatte ihn entkommen lassen. Für Karin. Aber was aufgeschoben war, das war ja nicht aufgehoben. Ich würde meine Chance schon noch bekommen. Zu schnell auf die Leertaste zu drücken. Ich blickte auf die Uhr und steckte anschließend den Diamanten in meine Tasche. Die Mittagspause war schon bald wieder vorbei. Egal wie sehr ich um Karin bangte. Egal wie sehr ich ihr helfen wollte, ich durfte nicht mein Leben dabei außer Acht lassen. Das mochte dumm klingen. Mehr ging schon in meiner Situation in die Schule. Aber ich hatte ja leider gar keine andere Wahl, wenn ich mein altes Leben irgendwann wieder haben wollte. Oder wenigstens ein ruhiges. Jetzt sollte ich langsam auf die Beine in die Hand nehmen und zurück zur Schule rennen. Dieses Mal gab es keine Freistunde, ich musste mich wirklich beeilen. Wer hätte das gedacht? Ich bin losgezogen, um zu erfahren, warum Kenji all diese Götter tötete. Und um Kenji selbst zu töten, und jetzt ging ich wieder ohne dieses Ziel erreicht zu haben, aber trotzdem zufrieden. Tomoya Okazaki war halt ein Killer. Insgeheim freute ich mich, dass ich niemanden töten musste, was gleichzeitig aber bedeutete, dass dieser Mann noch immer da draußen herumlief, mit seiner netten Art jeden umgarnte, vermutlich nutzte er Ai nur als Schild. Huch, jetzt wo sie mir einfällt, ich hatte Ai gar nicht gesehen. Ich fragte mich, wo das Mädchen war. Nun, es war egal, Jetzt musste ich erstmal die letzte Stunde herumbekommen und dann Karin helfen. Mysteriös.